Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Mr. Milanista. Ich grüße euch zu einer neuen Folge Milan Talk. Ja, und diese Folge wird mir richtig Spaß machen. Ich habe mich drauf gefreut, sie zu machen. Eigentlich hätte ich mich auch schon gegen im letzten Spiel, wo wir gewonnen haben, hätte ich mich auch gefreut, Freunde. Aber es war einfach keine Zeit da. Aber diesmal war die Zeit da. Die Lust war da. Und ich habe mir gedacht, zu so einem Spiel, ja, was wir da abgehalten haben gegen unsere Freunde aus Rom, gegen Lazio, muss ich doch mal eine miese Milan-Talk-Folge machen. Und ja, ich meine, es standen jetzt zwei Serien auf dem Programm. Ne? Wir hatten auf einmal zum einen die Serie, dass wir seit 1989 gegen Lazio zu Hause ungeschlagen sind, dass die eventuell reißt. Oder dass Parolos Serie reißt, da er die letzten Spiele jedes Mal gegen uns getroffen hat. Ne? Also, zum Glück ist die Serie von Parolo gerissen. Wir haben unsere Serie gehalten. Seit 1989 sind wir im San Siro gegen Lazio Rom ungeschlagen. Und ja, also jetzt mal abgesehen davon, dass wir das Spiel 2-1 gewonnen haben, war es einfach eine sensationelle Vorstellung. Che grande partita dei nostri rossoneri. Also wirklich, ich habe da gesessen und habe gedacht, Alter, ich bin gerade echt einfach nur stolz. Stolz und glücklich, sowas mit anschauen zu dürfen. Ne? Dass wir sowas spielen können, war schon gar nicht mehr auf meiner Festplatte. Ne? Die ist ja formatiert worden in den letzten Jahren. Wahrscheinlich auch eure Festplatten wurden formatiert von Scheiße. Ja, also, ihr wisst, was ich meine. Nur man sieht halt jetzt auch, dass, wenn der richtige Trainer am Handwerk ist und er die Mannschaft auch bestmöglich aufstellt, dass da durchaus was Gutes bei rauskommen kann. Und ja, also, man muss schon sagen, Lazio hat das stärkste Milan in dieser Saison zu spüren bekommen. Wir haben Lazio eigentlich schon beerdigt in dem Spiel. Und, also ich habe echt gedacht, so in der ersten Halbzeit, wenn das so weitergeht, dann spielt Lazio das Spiel mit 6 Leuten zu Ende, weil fast jeder Zweikampf von uns mussten die irgendwie mit einem gelbwürdigen Foul stoppen. Ne? Und dann hatten sie noch in der einen oder anderen Situation, hatten sie sogar Glück, dass der Schiri keine Gelbe gezeigt hat. Aber ich glaube, halb Lazio war in Halbzeit 1 schon verwarnt mit Gelb, ne? weil die keine Antwort hatten auf unsere... auf unser Kombinationsspiel. Wir waren vorne, wir waren schnell, wir waren kombinationsstark, wir waren präzise, wir waren spielintelligent, wir waren kreativ. Wir kamen über links, wir kamen durch die Mitte, wir kamen auch über rechts. Wir kamen von allen Seiten, haben wir die überfallen. Und die wussten nicht, wohin mit sich. Und das war einfach geil zu sehen. Ich habe echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ist das wirklich Milan? Ist das unser Verein, der da so spielt? Ja. Es ist unser Verein und es war ein Traum, dieses variable Spiel anschauen zu können und diese ganzen direkten Ballstaffetten, die gefährlichen Standards, die wir geschlagen haben in Person von Çalhanoğlu zum Beispiel oder unser Mittelfeld. Ey, das war mega stark. Dieses Mittelfeld war einfach mega stark. Das war die richtige Kombination aus Physis, Ballsicherheit und Kreativität. Ne? Also, so kannst, das ist ein Mittelfeld, Freunde. Das ist ein Mittelfeld, das kannst du so aufstellen. Da brauchst du dich, also mit dem Mittelfeld brauchst du dich vor keinem Gegner in der Serie A zu verstecken. Wenn die drei Protagonisten wie Bilia, Kessié und Bonaventura genau den Stiefel spielen, den sie, gestern gespielt haben. Das war schon wirklich beeindruckend. Und auch unser Tridente da vorne. Was, also, ja, ey, da musst du erstmal schlucken, wenn du das siehst. Das haben wir vermisst. Das haben wir vermisst, dass wir mal nicht nur über rechts kommen, dass wir von allen Seiten kommen können. Und Çalhanoğlu war wirklich so dieses fehlende Puzzlestück in diesem Tridente. Meine Fresse war da stark vorne. Wir waren schussstark. Also wir haben gefährlich aus der Distanz geschossen. Egal, ob es jetzt ein Suso war oder ein Çalhanoğlu. Du wusstest, wenn einer von beiden die Möglichkeit hat zu schießen, dann brennt's. Ne, so war es gestern. Auch wenn Çalhanoğlu jetzt kein Tor gemacht hat, seine Distanzschüsse, ey, da war richtig Pfeffer dahinter, Freunde. Ne? Und auch die Flanken, die wir geschlagen haben. Suso, seine kamen mit viel Schnitt.
zum Tor hier rein. Çalhanoğlu hat auch sehr präzise Flanken geschlagen. Beide sehr spielintelligent. Und ja, das hat Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also unsere Flügelverteidiger. Wie ihr seht, ich höre gar nicht mehr auf zu loben. Ja. Ja, das muss man mal auskosten, wenn man mal die Chance dazu hat. Beide Flügelverteidiger haben auch richtig Casala über die rechte Seite und über die linke Seite gemacht. Calabria, genauso wie Antonelli, haben richtig Dampf gemacht, sind viel mit nach vorne gegangen, waren sehr agil auf ihrer Seite, sehr belebend gewesen. Und ja, nicht nur offensiv, sondern auch beide zweikampfstark in der Defensive, wie ihr gleich sehen werdet. Also das war schon wirklich ein fußballerischer Gaumenschmaus für uns Rossoneri. Und ja, jetzt auf die Defensive so ein bisschen zu sprechen zu kommen, fand ich auch, dass das komplette Team in sich geschlossen, engagiert gegen den Ball gearbeitet hat, mit Herz gegen den Ball gearbeitet hat. Und das hat sich auch in der Statistik wieder gespiegelt. Wir haben tatsächlich mehr Zweikämpfe gewonnen wie Lazio, Freunde. Ist ja für uns nicht selbstverständlich. Das haben wir schon öfters angesprochen diese Saison, dass wir in Sachen Zweikampf meistens schlechter aussehen wie unser Gegner. Aber wir haben in diesem Spiel tatsächlich 61 zu 55 Zweikämpfe gegen den Tabellendritten der Serie A gewonnen, Freunde. Und das ist erwähnenswert, weil wir auch generell nun das erste Team aus den Top 6 mal schlagen konnten. Das ist uns ja noch gar nicht gelungen bis dato. Ne? Also, sieht so aus, der Status quo ist, wir haben ein Team aus den ersten Top 6 geschlagen, Freunde. Und das ist geil. Das zeigt einfach, dass diese Mannschaft auf einem guten Weg ist, sich zu finden, fußballerisch an Qualität zu gewinnen und das dann auf dem Platz auch umzusetzen. Ne? So, ja, dann auch in der Balleroberung hat sich das wieder gespielt. Wir haben 17 zu 8 Balleroberungen gehabt. Also mehr wie das Doppelte wie Lazio. Also das ist schon eine Hausnummer, Freunde, mehr als das Doppelte zu haben. Das Einzige, wo wir einen Nachteil hatten gegenüber von Lazio, war in Sachen Luftduelle. Da haben wir nur 5 gewonnen und der Gegner 17. Ja, das ist schon, ja, ist schon krass. Also ich denke mal, Milinkovic-Savic hat wahrscheinlich von diesen 17 10 gewonnen, weil der Typ einfach mega krass in der Luft ist und der verschiebt jegliche Statistiken in so Sachen. Ne? Ich glaube, der ist der kopfballstärkste Spieler in der Serie A. Also ich kann mich an eine Statistik erinnern, dass der Savic sogar kopfballstärker ist wie Mandzukic. Und Mandzukic ist schon ein Tier, ne? Aber Savic, meine Fresse, das ist schon... Ja, den könnten wir eigentlich auch noch so, ne? Könnten wir mal mitholen in San Siro so. Ja, also das war in Sachen Luftduellen, haben wir den Kürzeren gezogen, aber zum Glück hat sich das im Ergebnis nicht wiedergeschlagen oder niedergelegt oder wie auch immer. Ihr wisst, Ausländer scheiß Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und wir haben auch generell Lazio wenig Räume angeboten. Wir waren einfach sehr diszipliniert, wir haben die Räume gut zugestellt. Wir haben versucht, immer Überzahlsituationen in den jeweiligen Spielsituationen zu schaffen. Das ist uns auch gelungen. Wir haben mit Herz verteidigt und insgesamt auch gegen den Ball einfach eine gute Leistung gezeigt, Freunde. Das muss man auch mal lobend anerkennen, erwähnen. So, ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unseren Gladiatoren. Wir fangen an mit Ciccio Donnarumma. Ciccio Donnarumma, 3 Bälle gehalten, ansonsten nicht so viel gefordert. Ne? Er musste eigentlich eher im Kopf wach bleiben, weil ja schon die ein oder andere Situation war, wo Lazio hätte wirklich gefährlich werden können. Aber letzten Endes dann der Ball entweder geblockt wurde oder vorbeigegangen ist, an die Latte geknallt ist oder sonst was. Also auch wenn Donnarumma jetzt nur 3 Bälle gehalten hat, denke ich mal, war es im Kopf für ihn eine sehr anstrengende Partie, weil er die ganze Zeit mit einem Schuss rechnen musste und ja, meistens keiner kam oder einer oder halt daneben gegangen ist. Aber ja, am Ball Passquote 91% gehabt. Er hat 12 lange Bälle gespielt, davon kamen 10 ins Ziel. Also eigentlich auch für einen Donnarumma eher untypisch. Ne? Aber das wollen wir auch positiv anerkennen. Und das Einzige, was ich mir halt noch von ihm gewünscht hätte in diesem Spiel. Ne? Man hat halt gesehen, dass Trainer Simone Inzaghi hingegangen ist und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in der zweiten Halbzeit hat der Milinkovic-Savic hat er den vorne ins Zentrum geschoben, ne? Quasi so als ja, hängende Spitze Mittelstürmer schon teilweise, ne? Und ja, der ist halt nicht zu verteidigen in der Luft, der ist nicht zu verteidigen, deswegen hätte ich mir schon gewünscht,
dass Donnarumma bei der einen oder anderen Flanke einfach mal mutig rausgelaufen wäre und den Ball gefangen hätte. So dass man auch gegen Spieler, die extrem kopfballstark ist, einfach denen zuvorkommt, indem der Tormann einfach die Flanke fängt. Aber Donnarumma ist halt schon einer, der nicht so gerne das Tor verlässt und er auf der Linie klebt. Das waren halt so, ja, der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt habe. Aber ansonsten hat er seine Pflicht erfüllt und da gibt es jetzt auch nicht groß zu kritisieren, ne? So, Freunde, und jetzt kommen wir zum absoluten Biest in dieser Mannschaft. Und zwar Davide Calabria, Freunde. Que partita von Calabria, que partita. Hat der Typ rasiert oder hat er rasiert? Ey, der war überall. Der war omnipräsent. Ich hatte das Gefühl, er ist der Spielmacher auf dem Platz. Aber er hat auch zweikampfmäßig alles rasiert. Ey, er war mega stark. Und da denkst du dir, ja, wofür brauchst du noch einen Conti, wenn der Calabria so heftigst aufspielt? Der wird von Spiel zu Spiel stärker. Ne? Nur mal ein paar Zahlen zu nennen. Er hat 2 tödliche Pässe gespielt, Freunde. 2 tödliche Pässe. Er hat 1 Tor vorbereitet. Diese wunderschöne Flanke auf Jack Bonaventura kam von Calabria. Er hat 88 Ballkontakte gehabt. Ich glaube, es war nur einer mit 90 Ballkontakten, der mehr wie er hatte. Dann hat er von 16 Zweikämpfen 11 gewonnen. Überragender Wert für einen Flügelverteidiger. Hat 7 Bälle geklärt. Für einen Flügelverteidiger, Freunde. Das sind Innenverteidigerwerte, die der hier hat. Er hat jetzt kommt der absolute Clou. Also setzt euch hin, haltet euch fest. Der Typ, das habe ich bisher noch nirgendwo gesehen, wirklich in keiner Statistik. Der hat gegen Lazio 7 Bälle erobert. 7 direkte Balleroberungen. Das ist mega krass. Und noch dazu 4 Bälle abgefangen. Freunde, es gibt nichts mehr zu sagen. Die Zahlen sprechen für sich. Das ist Weltklasse-Niveau, was Calabria gegen Lazio gezeigt hat. Das sind Weltklasse-Statistiken. Und genauso lassen wir es stehen. Der Junge war Weltklasse. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir beten, dass dieser Junge verletzungsfrei bleibt und endlich sich das holt, was ihm gebührt. Ne? Dass er sich endlich mal weiterentwickelt und ganz, ganz oben angreift, Freunde. Calabria hat unheimliches Potenzial. Das hat er jetzt gegen Lazio sowas von gezeigt. Mamma mia. Richtig stark. Haut mir mal auch eure Kommentare über Calabria in die Comments, weil das würde mich mal interessieren, ob nur ich den so stark gesehen habe oder auch einige von euch. Aber Calabria, meinen Augen, mega heftig unterwegs. So, dann kommen wir zu unserem Freund Leonardo Bonucci. Ja, Bonucci, stark im Aufbau. Ja, ihr merkt schon, wo das hinführt. Ihr kennt mich langsam. Stark im Aufbau, Passquote 86%. Er hat 16 lange Bälle geschlagen, die ins Ziel kamen von 22. Überragender Wert, sehr stark. Auch ruhig am Ball. Ja, wie ihr seht, ich versuche das noch ein bisschen hinauszuzögern, aber jetzt kommt halt das Negative, oder was heißt das Negative? Er war am Ball stark, aber er war gegen den Ball mittelmäßig. So, warum? Er konnte nur 50% seiner Zweikämpfe gewinnen. Für ihn ist das gut, da hatten wir schon ganz andere Werte. Ich kann mich an 20% erinnern, an 0%, an 30%, 50% ist okay. Wir sind jetzt im mittelmäßigen Bereich angekommen, ist in Ordnung. Luftduelle hat er auch 50% gewonnen nur, aber man muss ihn auch in Schutz nehmen. Er hatte es in der zweiten Halbzeit im ein oder anderen Luftduell mit Herrn Milinkovic-Savic zu tun. Ja, das zieht natürlich jeden runter. Ich glaube, der hätte auch ein Paletta stehen können, der hätte die Duelle gegen Savic nicht gewonnen. Obwohl ein Paletta? Nee, Paletta auch nicht. So, also Luftduelle auch nur 50%, aber 4 Bälle immerhin geklärt. Ne? Und ja, wie gesagt, man kann zusammenfassend sagen, Bonucci war mit dem Ball stark und gegen den Ball mittelmäßig. So, bei Romagnoli muss man sagen, generell mittelmäßig.
Passquote war sehr gut mit 96%, aber auch er hat nur eine Zweikampfquote von 50% gehabt. Auch Luftduelle, da hat er sogar nur 25% gewonnen und konnte genauso wie Bonucci 4 Bälle klären. Also so gesehen war unsere Innenverteidigung trotz alledem so die Zone bei uns, die noch am anfälligsten war. Ne? Aber dadurch, dass das ganze Team gut gearbeitet hat, haben wir da schon selten was zugelassen. Ne? Also das ist schon okay gewesen. Ich will es jetzt nicht schlechter machen, wie es ist. So, und dann kommen wir zu, ja, Antonelli. Antonelli natürlich, der hatte es nicht einfach, ne? Er sitzt die ganze Zeit auf der Bank, kommt rein, muss natürlich jetzt direkt gegen so eine Mannschaft wie Lazio ran. Und da hat er sich natürlich, bei dem Gegentreffer hat er sich schwer getan. Ne? Er hat kein gutes Stellungsspiel gehabt in dem, bei dem Gegentreffer. Da hätte er natürlich mehr das Zentrum abdecken müssen, aber hat er leider nicht in der Szene. Aber ansonsten war Antonelli ein sehr belebendes Element. Er hat über links wirklich sehr viel Betrieb gemacht. Er war sehr lauffreudig. Er war kampfstark. Er hat 75% seiner Zweikämpfe gewonnen, Freunde. Das ist ein sehr guter Wert, ne? Besser wie unsere Innenverteidiger. Also Antonelli hat da auf jeden Fall rasiert. Und trotz seiner Schuld am 0-1, finde ich, war es eine ordentliche Partie von ihm. Also ich finde wirklich nur, dass er in dieser einen Situation nicht gut aussah, aber ansonsten hat Antonelli wirklich eine sehr engagierte Leistung gezeigt, um, ich finde, für ein Backup, ey, absolut klasse. Für ein Backup von Rodriguez, absolut klasse, hat seine Leistung erfüllt. Ich bin mir sicher, mit regelmäßiger Spielpraxis wäre er noch viel besser, Freunde. Ne? Also ich war schon immer, ich verstehe nicht, wie manche Leute Antonelli kritisieren können. Der Typ, wenn er spielt, macht er eigentlich fast nie richtig schlechte Sachen. Der hat immer ein gewisses Niveau von Mittelmaß bis gut. Das muss man dem Antonelli lassen. Ich finde, einfach in meinen Augen hat er eine gute Partie gemacht, auch wenn er das Gegentor verschuldet hat. So, dann kommen wir zu unserem Regista-Freunde Lucas Bilia. Lucas Bilia gegen sein Ex-Team. Mamma mia. Geil, geil gespielt, wirklich. Also, der hat mich beeindruckt mit seiner Ruhe am Ball. Der war absolut fokussiert. Ballsicher, der hat kaum Fehler gemacht, ne? Du hattest das Gefühl, egal was er macht, er trifft die richtige Entscheidung, ne? Der hat uns richtig gut getan, auch in Bedrängnis, ganz cool geblieben, so Mr., ja, wie soll man sagen, Eis, was weiß ich, keine Ahnung, denkt euch was aus, aber der Typ hat keine Nerven gezeigt, wirklich mega stark, Passquote 89%, unterstreicht nochmal seine Passsicherheit. Er hat ein sehr gutes Stellungsspiel gehabt vor der Abwehr, war auch ein Grund, warum unsere Abwehr gut entlastet wurde. Er hatte 3 Bälle abgefangen, Zweikampfquote, war zwar 50%, was jetzt natürlich nicht gut ist, aber es ist ein akzeptabler Wert für einen Register, und die wichtigen Zweikämpfe hat er gewonnen gehabt. Ne? Das war das Wichtigste. Und ja, ansonsten, ich finde, Billy hat einfach eine klasse Partie gemacht, hat mir sehr gut gefallen auf der 6. Und ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Mann, und zwar zu Jack Bonaventura. Ich nenne ihn auch Jack R. Bonaventura. Weil wer sein Kopfballtor gesehen hat, Mama mia, ey, springt der da hoch, Alter. Der steht in der Luft und dann knallt er das Ding härter aufs Tor mit seiner Stirn, als ich früher geschossen habe. Und dann in die Mitte, ne? Der war genau über den Tormann geköpft, aber der war so hart geköpft, dass der Tormann, der Strakosha, gar nicht seine Hände hochbekommen hat, ne? Also Bonaventura ist schon echt ein mieses Kopfballmonster geworden und entwickelt sich langsam zu so einem Christian Vieri da vorne, habe ich das Gefühl, ne? Der ist da, wenn es brennt, per Kopf, der schlägt Innenverteidiger in Kopfballduellen. Das ist Wahnsinn. Also Mama mia. Vor allem, es ist ja auch geil, weil Jack, der wird ja nicht direkt von den Innenverteidigern gedeckt. Das heißt, er kann halt schön diesen Laufweg machen, ne? Und dadurch, dass er aus dem Lauf kommt, hat er natürlich auch den Vorteil gegenüber den stehenden Innenverteidigern, ne? Das macht er immer wieder gut. Das ist ja keine Ausnahme, dass der ein Kopfballtor macht. Das hat er ja schon öfters bewiesen. Deswegen, also, muss schon sagen, der Jack hat wirklich eine sensationelle Partie gemacht. Er hat auch mit 90 Ballkontakten die meisten Kontakte auf dem Platz, also war absoluter Fixpunkt bei uns im Mittelfeld. Er hat 9 Zweikämpfe von 15 gewonnen, was für Metzala absolut in Ordnung ist. Er hat 3 Dribblings gewonnen, auch in Ordnung. Er und Çalhanoğlu wirkten endlich mal homogen auf der linken Seite und haben echt eine Menge Dampf über links gemacht. Das war ja endlich mal ein Spiel gewesen, wo mehr über die linke Seite ging als über die rechte. Na, das hast du ja bei uns eigentlich in dieser Saison noch gar nicht gehabt.
kann mich nicht erinnern, dass wir jemals in dieser Saison mehr über links gekommen sind wie über die rechte Seite. Ne? Aber dadurch, dass Jack und Calhanoglu so harmoniert haben, ging auch endlich mal was über die Seite. Ne? Und von daher muss ich sagen, bis auf wenige undankbare Pässe war es eine sehr souveräne Leistung von Jack. Er hat mal hier und da hat er ein paar Entscheidungen getroffen, die nicht so besonders gut waren. Da hat er so einen Rückpass gespielt, wo er eigentlich den Ball hätte steil spielen müssen. Dann war der Typ total unter Bedrängnis durch den Pass von Jack, aber manchmal muss es einfach schnell gehen. Es war auch die zweite Halbzeit. Wir waren in der zweiten Halbzeit ja auch etwas passiver, ne? Wir sind ja ein sehr hohes Tempo die erste Halbzeit gegangen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann auch etwas müde, ein bisschen ausgepumpt. Dann ist die Konzentration nicht mehr so da. Dann machst du nur noch das Erste, was dir in den Kopf kommt. Deswegen denke ich mal, ist es auch daher geschuldet. Aber ich will jetzt auch nichts schmälern, so, ne? Die zweite Halbzeit, klar, wir waren etwas passiv, aber wir haben trotzdem für Entlastung gesorgt und haben immer wieder Nadelstiche gesetzt, ne? Also ich will ja gar nicht schlecht reden, ich will auch Jack nicht schlecht reden. Das war eine super Leistung von Jack, bis auf wenige undankbare Pässe. Das war eigentlich alles. Ja, und dann kommen wir zu Kessier, unser, ja, wie soll ich ihn nennen? Unser ivorischer Sattelschlepper, unser ivorischer Ballschlepper, immer wieder Bälle erkämpft, nach vorne getragen, mit seinem bulligen Körper unheimliche weite Wege gegangen. Er war halt dieses kämpferische Element in unserem Mittelfeld gewesen, der für die Physis stand, der mit Milinkovic-Savic mit Sicherheit den stärksten Mann gegen sich hatte. Und ich finde, er hatte ihm eigentlich so gut wie es ging, eigentlich schon weitestgehend aus dem Spiel geholt. Also du hast nicht viel gesehen von Milinkovic-Savic in der ersten Halbzeit. Erst als er vorne im Zentrum war. Dann hast du ein bisschen mehr von ihm gesehen. Und ich denke mal, die meisten von euch wissen, dass der Typ auch Weltklasse ist. Milinkovic-Savic ist einer besten zentralen Mittelfeldspieler in der Serie A zurzeit. Und Kessié hatte den Job gehabt, ihn auszuschalten, ihm zuzusetzen. Das hat er gemacht. Er hat in meinen Augen seine Aufgabe erfüllt. Ne? Größtenteils erfüllt. Er war zudem ziemlich passiver, hatte ein paar Blackouts. Ich glaube, ja, ein, zwei Blackouts hatte er in der zweiten Halbzeit, aber denke ich mal auch der fehlenden Konzentration geschuldet. Und ja, ansonsten war es eine engagierte Partie von Frank the Tank und er hat seinen Job halt größtenteils einfach erfüllt, Freunde. So, dann kommen wir auch schon zu einem Mann, dem wir einiges zu verdanken haben, ne? Und zwar, wir haben ihm zu verdanken, dass unser Tridente endlich funktioniert. Wir haben ihm zu verdanken, dass endlich mal über links was geht. Wir haben ihm zu verdanken, dass endlich mal Schlüsselpässe kamen, ne? Von links. Weil unser Mittelfeld, Freunde, falls es euch aufgefallen ist, nur Jack hat einen tödlichen Pass gespielt. Weder Billia hat einen tödlichen Pass gespielt, noch Kessié. Keiner von beiden. Aber dafür hat Calhanoglu gleich 4 gespielt. Calhanoglu hat 4 tödliche Bälle gespielt. Ein Ball vorbereitet, das war sein starker Standard auf Cutrone, so hab ich richtig. Ja, und ansonsten, jetzt mal abgesehen von seinen tödlichen Pässen und seiner Vorlage, er war unheimlich passsicher. Er war unheimlich ballsicher vor allem. So ballsicher habe ich ihn bisher noch nicht gesehen bei uns, ne? Der hatte immer wieder so Spiele, wo er den Ball hatte und dann hat er irgendwie dumm verloren. Aber diesmal war der eine vollkommen sichere Festung. Wenn du ihm den Ball gespielt hast, dann hattest du ein gutes Gefühl, der verliert den Ball nicht. Dann hat er mal einen Bingo gegeben, ne? Er war also im Dribbling, hat er mal für Überraschung gesorgt, ne? Er hat alle seine langen Bälle, es waren 6 an der Zahl, sind alle angekommen. Ne, selbst wenn er ausgerutscht ist, der Ball kam an. Ne, und unheimlich spielintelligent auch, diese Übersicht, dass er ganz links stand und dann ganz rechts den Suso anspielt. Das ist geil. Wenn du das mit einem Niang vergleichst von letzten Jahr zum Beispiel. Ein Niang spielt ja nicht solche Bälle. Ne? Ein Niang hat nicht diese Spielintelligenz. Der Calhanoglu weiß, wann geht der ins Dribbling, wann lässt er es. Ein Niang geht immer ins Dribbling. Egal, ob 2 Leute oder 3 Leute vor dem stehen. Der Calhanoglu nicht, der löst das viel spielintelligenter, ne? Und das hat mir sehr gut gefallen an ihm. Er war, ja, zudem sehr schussstark. Habt ihr selber gesehen, was für Granaten der da geworfen hat oder abgezogen hat außerhalb des 16ers. Da war das Trakoscha wirklich auf dem Posten. Ansonsten hätte es da echt gekracht im Gebälk. Und, ja, kreativ war er. Er hat Mörderstandards geschossen.
einfach unheimlich präzise in seinem ganzen Spiel, der Çalhanoğlu, ne? Und technisch sehr stark. Und ja, wie gesagt, Hakan ist für uns das fehlende Puzzlestück in dieser Squadra, ne? Er hat uns gefehlt, Freunde. Und es ist, wie ich schon vorher erwähnt hatte, er hat bei Leverkusen auf dem Flügel seine beste Leistung gebracht. Und wie wir sehen, gehört er dahin. Auch wenn ich selber der Meinung war und viele von euch auch, der gehört ins Zentrum, ne? Nein, der gehört auf den Flügel. Er spielt da einfach besser. Dann lassen wir ihn da stehen. Lassen wir ihn da stehen. Ich denke mal, Gennaro ist auch einverstanden. Wir lassen ihn da stehen. Çalhanoğlu, bärenstark, Freunde, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und dadurch, dass Çalhanoğlu so stark war, musste auch ein Suso nicht so viel machen. Suso konnte seine Eier ein bisschen chillen. Ne? Hat sich mal angeguckt, was da so über links geht mit Bonaventura und Çalhanoğlu. Ja, und deswegen war er für seine Verhältnisse nicht ganz so gut. Aber war auch nicht nötig. Aber ich will ihn jetzt auch nicht schlechter machen, wie er ist. Er hat insgesamt eine ordentliche Partie gemacht. Ne? Es ist jetzt nichts Ertragsmäßiges bei rumgekommen, aber trotz alledem war Suso ein Aktivposten. Er war sehr dribbelstark, er hat 5 Dribblings an der Zahl gewonnen, was ein Bombenwert ist auch. Und ein tödlicher Pass war dabei. Dann hat er fast noch diese gefährliche Flanke geschlagen auf André Silva, wo André Silva noch so eine Fußspitze gefehlt hat, für den Ball reinzukitzeln. Aber leider kam der Ball nicht an. Deswegen, also insgesamt kann man sagen, war Suso ordentlich. Aber wir kennen ihn, wir wissen, dass er mehr kann. Ne? Aber es war trotzdem eine ordentliche Partie von Suso. Aber Hakan war tatsächlich stärker und ich fand, über links ging diesmal mehr die Post ab wie über rechts. Und das ist schon mal geil. So, dann kommen wir, ja, Cutrone haben wir noch, ne? Unser Babykiller. Würde ich mal sagen. Unser Babykiller, eiskalt vorm Tor, ne, mit seinem zarten Alter. Ey, ist der so ekelhaft eiskalt vorm Tor. Das ist unglaublich, ne? Das 1, wie heißt es? Das 1-1, das war so. Nee, Quatsch, das 1-0, der hat 1-0 gemacht, genau. Das war so ein wichtiger Dosenöffner für uns, hat uns direkt Selbstvertrauen gegeben. Und das Geile ist ja, Freunde, der Cutrone war eigentlich gar nicht im Spiel. Auch bis zu seiner Auswechslung war er nicht im Spiel. Wenn ich euch mal seine Zweikampfwerte vorlese, der hat nur einen Zweikampf von 5 gewonnen. Er hat beide Luftduelle, er hat von 3 Luftduellen 1 gewonnen, 2 verloren, ne? Und, ja, wie gesagt, er war eigentlich kaum im Spiel, er hat sich schwer getan, aber als es drauf ankam, war er da und hat gestochen. Also so gesehen, kannst du sagen, Cutrone ist auf den Spuren von Pippo Inzaghi, weil das sind Pippo Inzaghi-Werte, so, ne, die ganzen Zweikämpfe verlieren, Luftduelle verlieren, bla, aber den einen entscheidenden Zweikampf, den gewinnt der Cutrone dann, und er hat ganz gefährliche Laufwege, das erinnert mich wirklich teilweise an Pippo Inzaghi, so wie der sich da bewegt, wie eiskalt er vom Tor ist und wie wenig Anteil er am Spiel hat, kommt das schon Richtung Inzaghi, ne, wobei Inzaghi schon echt kacke war, so in Sachen Spielbeteiligung, ne? So spielerisch war der eher null. Ja, nicht ganz so schlecht wie Inzaghi, aber wir wollen Inzaghi auch nicht schlecht, weil Inzaghi war einfach eine Granate, Alter. Der war so eiskalt vom Tor. Aber erinnert mich schon ein bisschen an ihn, so, ne? Also, größtenteils kann man sagen, er hat seinen Job erledigt. Ich bin absolut zufrieden mit seiner Leistung. Solange der Typ trifft gegen so eine starke Mannschaft, mein Gott, ist doch scheißegal. Hauptsache, er macht seine Bude und wir gewinnen das Spiel. Dann ist alles okay. So. Dann ja, zu Abate und Borini kann man nur sagen, sie kamen aufs Feld, um die Defensive zu stabilisieren, das haben sie auch gemacht, mehr aber auch nicht. Und André Silva, ja, André Silva hat gut gearbeitet, er hat seine beiden Luftduelle gewonnen, er hat 50% seiner Zweikämpfe gewonnen, war sehr engagiert, ist viel gelaufen, aber in einen oder anderen Situationen merkst du einfach, er will zu viel. Ne? Ist ja auch normal, er will sich zeigen, er will was Besonderes tun, wenn er den Ball hat. Aber leider ist es genau das, dass er... Dadurch, dass er zu viel will, sich die Situation kaputt macht und die falsche Entscheidung trifft, ne? Das ist schade, aber klar. Er ist jung und will halt überzeugen und dann macht man halt, versucht man so extra Spirenzia zu machen und hat halt leider nicht geklappt, aber so vom Engagement her hat mir das gut gefallen von Silva. Man merkt, die Transferperiode, die kommt langsam zum Ende und auch ein anderes Silva wird langsam wieder klar im Kopf und gibt halt mehr für unseren Verein, ne? Ja, letzten Endes, Freunde,
können wir uns suhlen in diesem Sieg. Es war wirklich ein tolles Spiel. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu sehen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ja, jetzt müssen wir am Mittwoch schon wieder gegen Lazio ran im Pokal. Wird nicht einfacher, Freunde. Das wird nicht einfacher. Und ja, danach steht auch schon Udine vor der Tür. Ne? Udine, auch kein einfacher Gegner. Mit diesen beiden Tschechen da, mit Barak und Jankto im Mittelfeld. Dann haben die noch den Fofana im Mittelfeld. Also die sind schon gut aufgestellt im Mittelfeld, Udine. Das wird auch kein, ist auch keine Laufkundschaft. Und wir müssen halt jetzt gucken, dass wir unser Limit halten und hoffen, dass sich keiner verletzt. Weil, ja, sobald einer da vorne ausfällt, sei es Suso oder Calhanoglu, dann haben wir wieder den Salat, ne? Deswegen hoffen wir, dass beide gesund bleiben und vor allem die Luft haben, die Saison durchzuspielen, Freunde, ne? Okay, das soll soweit gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, selbe Zeit. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Holt den Sieg mit und genießt die Woche. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Mr. Minister. Ciao.